Ja, hallo, on the grid. Wir sind heute im Spielfeld am Grenzübergang. Neben mir meine Kollegin Barbara. Wie schaut die Situation aus? Also du hast vorher mit einem Rotkreuzhelfer gesprochen. Was hat der gesagt? Und zwar, die Leute warten hier auf die Busse. Hinten sind diese beheizten Zelte. Aber die Leute, die aktuell mit den nächsten Bussen fahren können, die warten hier. Die werden immer in so 50 Mann-Gruppen unterteilt. Es gibt da drei Gruppen, die warten. Da gibt es jetzt keine Versorgung mit Essen oder Trinken oder irgendwas. Die warten da jetzt auf die Busse. Pro Stunde fährt ein Bus, maximal zwei Busse, für 50 Personen. Also in einem Bus gehen 50 Personen rein. Das heißt, Wartezeit ist einmal mindestens eine Stunde. Die Leute warten zum Teil also zwei, drei Stunden mindestens in der Kälte draußen. Manche schaffen es nicht, weil die eben mit kleinen Kindern da sind. Ein Einsatzhelfer hat gemeint, er hat gestern eben eine Gruppe gehabt mit mehreren Familien, die das dann nicht geschafft haben und die wären mit dem nächsten Bus gefahren, haben dann auch abbrechen müssen, zurück ins Zelt gehen, weil das mit den Kindern eben nicht machbar war in der Kälte. Die Familien können vorne zusammen warten, weil die oft eben nicht in den gleichen Blöcken sind. Das heißt, es gibt dann noch ein extra separates Platz, wo die Familien aufeinander warten, weil sie eben nur geschlossen fahren wollen. Die Verständigung ist sehr schwer. Es gibt zurzeit zwei Dolmetscher hier für die Leute, die da draußen auf die Busse warten. Ja. Und das war's. Ja, ich habe vorher schon mit dem Bezirkshauptmann gesprochen. Das kommt jetzt als eigener Clip dann. Und ja, die Situation ist wie folgt. Heute waren es 3000 plus Personen. Betreuungsverhältnis 1 zu 10 ungefähr, 1 zu 9 teilweise, das heißt 300 bis 400 Helfer sind hier, Polizei, teilweise Militär, teilweise eben Rettungskräfte, was halt zur Verfügung steht. Aber insgesamt ist die Situation zwar im Moment wieder entspannter, aber nicht gerade unkritisch. So, das war's von uns. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit.